Ei, bloß gut, dass ich diesen Hof endlich gefunden habe. Da ist auch... Junge, da fährst du erstmal hier 3 Stunden durch, um jetzt endlich mal hier drauf zu sein. Ich meine, er sieht ja noch beschissener aus, als sie mir am Telefon gesagt haben. Hätten sie mir das gleich mal gesagt, oder wäre ich mit dem Aufräumkommando vorbeigekommen? Da muss ich ja erstmal Bestandsaufnahmen machen, was hier überhaupt los ist. So, wo ist denn jetzt hier... Das da, das ist bestimmt der Gregor. Ich fahre mal hier rüber. Ich park mal mein Auto. Also mein geliehenes, ne? Ich meine, da stand LPG drauf, also... Fällt bestimmt keinem auf, wenn das hier... bei uns steht. Das gehört ja bestimmt hier zum Hof. So, ich stelle erstmal hier neben den Lader. So. Ups. Gottes Willen, was für eine... Okay. Okay, da muss ich erstmal auf mich wirken lassen. Eieieiei. Okay, Hauptgebäude. Das soll mein Wohngebäude... Da soll ich wohnen? Okay. Lässt sich ein bisschen was draus machen. Da muss wohl auch noch eine Gemeinschaftsküche drin sein, so ich gehört habe. Es soll noch ein bisschen mehr dazugehören, ne? Ich meine, viele von den Gebäuden hier sollen ein bisschen baufällig sein. Wir gehen mal eine Runde spazieren hier. Wir gucken uns das Ganze mal an. Gregor läuft eh gerade weg. So. Ob das so gut ist, wenn die draußen stehen? Aha, Werkstatt. Okay. Ja, cool. Okay. Um Gottes Willen. Du kannst auch mal den Mund aufmachen. Ja, und nimm mal die Hände aus den Taschen. Wollen wir verreisen oder was? Oh, ich komm nochmal zu dir. Ne? Ja, der... Nee, will nicht verstehen? Oh, oh. Ich geh. Gregor. Mhm. Ja. Spreche mit Gregor. So. Okay, das ist also Werkstatt. Oh. Der sieht aber lecker aus. Der sieht frisch aus. Also, den haben sie fertig gemacht, würde ich sagen. Der ist noch nicht alt. Also fertig gemacht, nicht fertig gemacht im Sinne von gekauft wahrscheinlich. Also, okay. MTZ 82, ja. Das ist schon mal gut. Also das lässt mich ja schon mal hoffen. Wenn der Fuhrpark wenigstens stimmt, das lässt mich ja schon mal hoffen, ne? Oh, okay. C-Tour 4016. Boah. Na, die haben hier ziemlich modderige Böden. Das wurde mir am Telefon schon gesagt. Die haben wohl viele Kettenfahrzeuge. Okay. War ein bisschen in die Jahre gekommen, aber sieht ja noch gut aus. Heizung für den Winter. Jep. Okay. Oh. Hallo. Aber eine Moorausführung ist auch ein bisschen übertrieben, oder? Naja, wir nehmen das einfach mal so hin. Vom C45. Okay. Ah! Bist du Gregor? Ja? Ja, ich bin der neue Eigentümer. Ich habe das hier gekauft. Moin. Ja, du hast doch gesagt, da sind noch irgendwie 2 Frauen, die hier arbeiten. Wie war es? Tatjana und Olga? Ja, Viktor habe ich gerade schon gesehen. Der spricht ja kaum Deutsch. Wo sind die beiden? Wie, die sind auf dem Feld? Du sollst sie nicht aufs Feld lassen. Sag mal, bleibst du mal stehen, wenn ich mit dir rede. Ich habe zu dir gesagt, die sollen hier warten. Ja, ich guck mir das nachher mal an. Ich gehe mal weiter Rundgang. Ne? Du bist ja schwer beschäftigt. Also, hat er die schon aufs Feld geschickt? Ich glaub's nicht. Doch gesagt, die sollen warten. Egal. So, was haben wir hier noch? Müll. Okay. Oh, gut. Oh. Kleinen Ladewagen. Boah, den kann man gebrauchen. Ja, viel Gras auf jeden Fall bei den Kühen, logischerweise. Ja, viel Grassilage. Oh. Na, der geht wenigstens nicht kaputt, die Presse. Schöne Fortschritt. Ah, mit einem HW60. Ladeanhänger. Coole Sache. Ja, gefällt mir. Oh, was haben wir hier noch? Ein grober. Okay. Sieht ein bisschen... Na, mal gucken. Da haben wir auch noch eine Halle. Das ist aber auch hier, du, ne? Den sollten wir vielleicht demnächst mal entfernen.
Der sieht nicht vertrauenserweckend aus. Ich hoffe mal, da ist nicht irgendwie Flüssigdünger oder sowas drin. Ich meine, mit Düngermitteln haben sie es ja hier. Da haben wir ja die Böden ein bisschen versaut. Da müssen wir nochmal sehen, dass wir da ein bisschen mehr Ordnung reinkriegen. Oh. Oh, mit denen lässt sich was transportieren. Zwei Stück. Schaut gut aus. Ja. Und natürlich, ich sehe das hier schon. Ha, die überhaupt nicht kaputt gehen. IFA-LKWs. Drei Stück. Ja, das Unternehmen war ja mal recht groß. Das hatte ich ja in der letzten Folge dem Kamerateam ja schon gesagt. Das war ja recht groß. Hier haben wir so einen kleinen Häckselwagen. Ah. Ah, den Getreidetransport. Perfekt. Oh, da müssen... Oh, was sehe ich denn da? Da gehe ich gleich mal hin. Und den Ballen, beziehungsweise den für die Paletten, ne? Oh ja, der sieht gut aus. Oh, der sieht gut aus. Der gefällt mir. Ja, lässt sich was draus machen, wenn die nur anspringen. Wobei, die sehen aus, als wären sie erst gefahren. Doch, das passt. So, was haben wir denn jetzt hier? Ei. Schöne Spritze, auch auf einem IFA. Oh. Oh. Hm. Der sieht aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Vielleicht müssen wir da mal gucken, ob wir irgendwo in der Gegend mal einen günstigen Fortschritt erwischen. Weil das ist ja... Könnte spannend werden. Ah. Häcksler. Fürs Gras, ne? Ja, ja. Cool. Oh. Oh. Ich wollte schon immer mal ein Kirovet haben. Nicht schlecht. Also bei dem haben sie investiert. Ich meine, klar, mit den ganzen Tieren brauchst du auch einen ordentlichen Radlader, ne? Nicht schlecht, nicht schlecht. Gefällt mir. Das ist nicht schlecht. Haben wir hier noch Hallen? Oh, die ist leer. Okay. Geht das Licht bei denen wenigstens? Oh ja. Ah, hier kann man gut... Ja, hier können wir gut unsere Früchte lagern. Perfekt. So, was haben wir denn noch? Aufs Feld muss ich unbedingt auch. Ich muss mir unbedingt die beiden Mädels da mit denen auch nochmal reden. So, hier... Ja, das ist mal ein Futterwagen, wa? Ein T16. Ha! Das wird lustig. Ah, das Gebäude sieht nicht so gut aus. Da hinten geht es zum Milchviehbetrieb. Da müssen wir aber nicht hin, weil wir haben ja keine... Wir haben unsere Silos. Für die Felder. Ja, ich glaube irgendwie, was haben sie gesagt? 7 Felder haben wir hier. 7 Felder und ich glaube eine Riesenwiese, wobei hier noch so ein paar Grünflächen sind, die mitgemäht werden können. Das sieht mir aus wie Wasser. Oh, es müsste Wasser sein. Oh, ah, hier siehst du, hier haben sie schon den Tank ausgetauscht. Ja, kannst du doch nicht machen, so ein altes, marodes Ding da hinstellen. Was haben wir hier noch? Aha, okay. Saatgutlager. Und Düngerlager. Oh, das ist auch schon neu hier. Neue Frontladerkonsole. Transport für die ganzen Dinger. Okay, okay. Kann man mal die Tür zumachen hier. Hallo? Geht die nicht zu? Doch, wollte gerade sagen. Super Sache. So, was haben wir denn noch? Ah, Außenlager? Oh, ein bisschen leer alles, ne? Oh. Ja, das wird lustig. Mal sehen, wer die hier ziehen können auf dem Hof. Okay. Ah, und hier haben wir auch noch einen Grubber. Ziemlich weit ab. Ah, jetzt muss ich mal gucken, dass wir da irgendwie in den nächsten Folgen nochmal zu den Feldern kommen. Wo sind die denn hier unterwegs? Ich sehe überhaupt keinen. Hm. Ich laufe mal hier. Hier sind wir ja hergekommen im Auto. Haben wir ja schon gesehen, siehst du? Dann war das da hinten nämlich doch eine Mitarbeiterin von uns hier. Aber wo ist denn hier? Ich sehe hier zwar, dass hier jemand arbeitet, aber wo ist denn hier der Traktor? Der Schlepper dazu. Hm.
Da ist auf jeden Fall einer. Sieht aus wie, wie ein Zug unterwegs. Auch ein C-45. Fortsetzung folgt.